Die Redaktion der Zeitschrift Spektrum, in dem Fall Spektrum.de, nennt ihre Artikel, Zitat, unsere Serie über Wildnis, Zitat Ende. In 5 Texten soll da berichtet werden, was in Landschaften geschieht, in denen der Mensch die Natur Natur sein lässt, Zitat Ende. Selbstverständlich sind diese Gebiete, ist diese Wildnis aus Sicht des Autors dann auch wirksam gegen die allgegenwärtige Umweltzerstörung. Und genau das ist interessant. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res mit einem Beitrag aus Natur und Landwirtschaft. Was ist genau so interessant daran? Am Beispiel des Artikels über die Oranienbaumer Heide in Sachsen-Anhalt lässt sich das klar erkennen. Schon im 2. Absatz schreibt der Autor selbst, dass das, was er da vorgeführt bekommt, eben weder Natur und schon gar keine Wildnis ist. Denn auch sie, die Oranienbaumer Heide, ist eine vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft. Ja, was denn nun? Naja, also der derzeitige Erhaltungszustand ist das Ergebnis massiven Eingreifens des Menschen. Die derzeit etwa 800 Hektar bewirtschaftete Flächen sind Teil eines ehemaligen Truppenübungsplatzes der Sowjetarmee. Das Gelände wurde mit schwerem Gerät befahren, Bäume und Büsche wurden zu großen Teilen ausgeräumt oder niedergewalzt. Die Vielzahl der vorkommenden Bodenformationen entstanden erst unter der brachialen Gewalt der Panzerketten. Die Nutzung schuf viele kleine Landschaften, die vielen Spezialisten aus der Tier- und Pflanzenwelt Lebensraum schuf. Ohne das Wirken der Menschen hätte es das an dieser Stelle natürlich nicht gegeben. Dennoch, die Vielzahl der Tiere und Pflanzen ist selbstverständlich etwas, was das menschliche Herz erfreut. Nach dem Abzug der Truppen war das aber eben genau von dem bedroht, was man zu erhalten jetzt vorgibt. Von der Natur. Ganz natürlich begann unmittelbar die Verbuschung der Landschaft und die Lebensräume der Spezialisten wurden bedroht. Von der Natur. Dem begegnet man nun, indem in dem Gebiet Heckrinder und Konikpferde Büsche, Sträucher und Jungbäume niederhalten. Die Begründung für die Anwesenheit dieser zwei Haustierrassen in der Wildnis: Seit Jahrhunderten gibt es in Deutschland keine Pflanzenfresserherden mehr, die diese Aufgabe erledigt hätten. Das ist korrekt. Dennoch erwähnt der Autor dann selbst noch, was sinnvollere, natürlichere Alternativen wären: Rotwild und Wisente. Für das Rotwild wäre das durchaus ein guter Gewinn an Lebensraum. Der ist für Rotwild bekanntlich in Deutschland strikt begrenzt und wird jagdlich eingehegt. Wenn ein Rotwild über die ausgewiesenen Rotwildgebiete hinauszieht, wird es geschossen. Für die Wisente wäre das endlich eine Möglichkeit, in Deutschland relativ frei leben zu können, ohne dass, wie das ja bereits geschehen ist, wegen der Schäden, die die großen Wildrinder am Forst anrichten und der von ihnen ausgehenden Gefahren für den Verkehr, wieder aus der Gegend genommen werden zu müssen. Ein Verein, der das Wisent-Auswilderungsprojekt im Rothaargebirge in Südwestfalen betreut, hat gerade erst Insolvenz beantragt. Er kann für die Schäden, die die Tiere anrichten am Forst, und Forst ist immer ein bewirtschafteter Wald, kann er finanziell nicht aufkommen. Da sollte man sich dann für diese dort freigesetzte Wisentherde mal nach Alternativflächen umsehen, in denen Wildnis ohne forstliche Nutzung geboten wird. Vielleicht ist ja diese Heide eine Gegend. Also
Der Gipfel des menschlichen Eingreifens in die Wildnis wird so dargestellt und erklärt. Jetzt kommt ein langes Zitat. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass Pferde und Rinder keine Jungtiere haben. Jetzt kommt ein Zitat im Zitat. Nach 2012 hat sich ein Wolfsrudel im Gebiet gegründet. Weil 2015 und 2016 einzelne Jungtiere, vor allem Fohlen, attackiert wurden, haben wir aus Verantwortung für die Tiere in 2016 dafür gesorgt, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt, sagt Reinhard. Wer das ist, da komme ich nachher noch drauf. Also genau in dem Moment, wo die Natur am natürlichsten, weil wild wird, geht man her und schützt sie vor sich selbst. Das ist ein interessantes Bild von Natur und Wildnis. Weiter im zitierten Text. Die beiden Hengste sind sterilisiert, haben aber ihr natürliches Herdenverhalten beibehalten. Die vier männlichen Pferde, die sich abseits hielten, sind Wallache. Auch bei den Rindern gibt es nur noch ausgewachsene Tiere, die wehrhaft genug sind, um gegen die Wölfe zu bestehen. Echte Wildnis mit großen Pflanzenfressern ist in Deutschland eben kompliziert. Bei Offenlandschaften sowieso. In der Oranienbaumer Heide muss im Winter etwas Heu zugefüttert werden, weil dann die mageren Flächen nicht genug Nahrung bieten. Auch künstliche Tränken gibt es in dem Gebiet, dem natürliche Gewässer fehlen. Und weil die nicht mal einmal 100 Rinder und Pferde nicht alle Pflanzen abfressen, müssen Sträucher und Bäume auch weiterhin mechanisch entfernt werden, um die Freiflächen der Oranienburger Heide dauerhaft offen zu halten. In einer echten Wildnis wären die Tiere sich selbst überlassen und müssten mit der Witterung, mit Nahrungsmangel und Wolfsangriffen umgehen. Von der Veranlagung haben die Tiere auch das Potenzial für ein Leben ohne menschliche Obhut, sagt Reinhard. In einer echten Wildnis könnten sich die Tiere allerdings wirklich frei bewegen und vermehren. Bei Nahrungsknappheit weiterziehen, bei Überbevölkerung abwandern oder im kalten Winter verhungern. Unsere Beweidung ist ein Kompromiss des Machbaren, sagt Stefan Reinhardt. Mehr freie Natur ist im dicht besiedelten Deutschland nicht möglich. Immerhin hat er da eine relativ realistische Sicht. Ja, wird dem Autor schwer gefallen, das zu zitieren. Machen wir uns also nichts vor. In Deutschland mit seiner jahrhundertelang gewachsenen, flächendeckenden Kulturlandschaft wird es keine Wildnis mehr geben. Es sei denn, wir Menschen werden daraus vertrieben und ebenso jahrhundertelang auch fernbleiben. Ich nehme mal an, das ist so dieses Fernziel der Rewilding-Bemühungen, die da so manche NGO in Europa betreiben. Naja, aber ein solches Weideprojekt als Natur oder gar als Wildnis zu bezeichnen, obwohl es nur etwas simuliert, was es dort natürlich und wild nie gab. Das ist Augenwischerei und das ist einfach nur ein Jobbeschaffungsprogramm. Und deshalb schauen wir jetzt zum Schluss nochmal genauer hin, wer dieser zitierte Herr Stefan Reinhardt ist. Laut Aussage des Autors des Artikels treffen wir da auf einen alten Bekannten im Naturschutzgeschäft. Reinhard ist nämlich Geschäftsführer der Primigenius Köthener Naturschutz- und Landschaftspflege GmbH. Ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Biozertifizierung vom Regionalverband Köthen des Naturschutzbundes Deutschland, NABU. 2002 gegründet, Spezialgebiet Naturschutzpflege mit großen Weidetieren. Naturschutzpflege also. Ich nenne sowas einen Schaugarten zum Gelderwerb. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute dabei waren bei Medias in Res. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schauen Sie auch bitte in unsere anderen
Angebote rein. Lassen Sie ein Like da, kommentieren Sie den Beitrag unten unter dem Video. Teilen Sie den Film, falls er Ihnen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Servus.